Hallo und willkommen zurück zu WoW Surama. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum die Folge hier beginnt und nicht bei Talisra. Ganz einfach. Die Quest, die ich hier zu füllen habe, und zwar jetzt, die ist viel weiter weg als in Erinnerung. Und lasst euch nicht verwirren, die Quest, die beginnt nicht dort an der Brücke. Nein, die beginnt hier. Ich zeige euch noch ein kleines Foto, das ich vor der Aufnahme gemacht habe, also bevor ich diese Aufnahme jetzt gestartet habe, habe ich ein Foto gemacht von der genauen Position von dieser Karte. Vielleicht seht ihr auch so schon, aber trotzdem. Ich zeige euch noch das Foto, bevor es losgeht. So, habt ihr alles vorne gesehen? Gut. Dann geht's los. So's. Ich war auch wieder bei meiner geheimen Mana-Quelle. Ihr scheint auch sehr viel Mana zu sein, aber es sind nur Splitter. Aha, so klingt das also. Ich habe so den Verdacht, dass ich hier gleich wieder Mana brauchen werde. Wenn hier keine Musik spielt, muss ich wieder welches einbauen. Tod. Den Geistern tue ich nichts, weil die haben mir nichts getan. Tod. Und wir werden erwartet. Ich hätte einfach durchs Portal gehen können, aber egal. Habe ich halt einen alternativen Weg genommen. Ich nur Allah. Und es geht wieder los. So los. Eine ausufernde Krise. Ich muss einen Weg finden. Seid umsichtig. In der nächsten Halle ruhen die Überreste des gefallenen Arkandor. Ich werde einige Fragmente des kristallisierten Baumes an mich nehmen und sie subtieren. Wir müssen herausfinden, was hinter dieser Zerstörung steckt. Ich muss wieder anfangen mit Lesen. Nur so können wir vielleicht verhindern, dass sich eine Katastrophe wiederholt. Anbet Orasidil. Du meinst wohl, dass wir müssen in Erfahrung bringen, warum der alte Arkandor versagte. Seine Überreste könnten uns Antworten liefern. Und die finden wir hier. Er meint wohl, dass der letzte Baum nicht nur die Kraft ausgegangen ist, nein, der ist sogar explodiert und hat eine Menge Leute getötet. Und das sind wohl von denen. Ich kenne meinen Weg. Ich durchstreife schon lange dieses Land und habe viele Arten der Verderbnis gesehen. Die Kreaturen dieser Halle wurden von der Magie des gefallenen Arkandor verderbt. Warum sage ich verderbt? Es hat doch verdorben. Hä? Die Triaden sind vom Weg abgekommen und können nicht gerettet werden. Ihr müsst sie vernichten und ihr Leben beenden. Ihr Leiden beenden, nicht ihr Leben. Sucht Harmonie. Ihr Leiden. Wenn ihr auch ein paar von den Leidenden sehen seid. Tod.
Ach ja, und übrigens, das ist übrigens auch dieser unterirdische Tempel, wo wir diese ganzen Verdorrten trainiert haben. Ich habe das nur mal so aus Spaß gemacht und Leute, das geht unendlich tief. Ich bin da mit meinen Schurken reingegangen und nach einer halben Stunde einfach nur durchlaufen, habe ich mir dann gesagt, nee, es reicht mir. Das geht unendlich tief. Aber hier, also wenn man das jetzt ohne Verdorrte macht, ohne mit der Absicht, die zu trainieren, dann hat es Grenzen. Ich glaube, ich soll dahin. Wir müssen in Erfahrung bringen, warum der alte Arkandor versagte. Seine Überreste könnten uns Antworten liefern. Ja, ich habe mich schon nur ein bisschen verlaufen. Okay, spielt Musik. Und da ist der alte K. Arkandor. Tot. Ich muss näher heran. Tot. Zu weit entfernt. Vor vielen Jahren rasteten die Ausgestoßenen aus der abgeschirmten Stadt hier. Und das hast du jetzt aus den grillasierten Ästen rausgelesen? Tot. Ich dachte nur Schamanen können das. Aber nee, jetzt können es auch noch Druiden. Ich bin außer Reichweite. Mitleid ergriff mein Herz. Ich teilte das uralte Geschenk mit ihnen. Das hat sich ein bisschen seltsam gesagt. Bist du ein Rapper, der nicht rappen kann? Ein Arkandor. Für eine Weile versorgte er sie. Eine Zeit lang waren sie sicher. Dabei ist der Sprecher betrunken? Der hört sich wirklich an, als hätte der Sprecher für diesen... Aber es sollte nicht lange dauern. Dann wurde der Baum schwach. Ich glaube, der Sprecher hat getrunken. Der Arkandor starb. Und ein Blitz aus wilder Magie verderbte die Bewohner von Falanar. Die Faldorei sind mein Versagen. Das wird nie wieder geschehen. Also, verstehe. Kehr zum Tempel zurück. Tod. Das mit diesen Geräuschen. Ich versuche die jetzt wieder öfter einzufügen. Und das noch was, dieses wöchentliche mythisch Dungeonlauf. Ich mach das nicht mehr, weil das. Ich dachte, es würde mir Spaß machen, aber nee, das ist für mich eigentlich nur Stress und Stress tut mir nicht wirklich gut. Im Gegenteil. Und sie kratzen sich schon wieder. Aber dafür kann ich nochmal
Ach, sie ist unten. Ich wollte gerade sagen, die will mich noch nicht verarschen. Da ist sie. Shalazan, Tora. Es ging mir gut. Ihr müsst euch nicht damit befassen. Auf was soll die anspielen? Oh, hallo. Hallo. Ah, ich danke euch. Da ist noch eine Sache, aber ich sag's euch gleich. Unsere Isolation ist vorbei. Ach, der Nebel hat sich gelichtet. Wenigstens ein bisschen. Okay, im letzten Video, wo ich da den Flammenschlund mit einer Blutelf-Paladin gemacht habe, solo, gleichstufig, nicht höher. Ja, geil, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Scheiße. Du hast mir gerade im Kopf. Schwer ist unsere Bürde. Vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. Lebt wohl. Verfolgt euer Ziel. Respektvoll. Ach ja, richtig. Wir haben hier die Nacht... nicht die Nachthelfen. Die Nachtgeborenen gerade auf... wissen das? Auf wohlwollend. Jetzt müssen wir auf respektvoll kriegen. Kriege ich davon schon... Ich muss wieder zurück. Oh, meine Fresse. Also, mich nervt das gerade richtig. Fall nah. Mich nervt das gerade richtig. Mir ist gerade was eingefallen. Und jetzt habe ich wieder vergessen. Grüße. Ja. Ich kenne meinen Weg. Such oh, Scheiße! Oh, meine Fresse. Ey, ich bin gerade so... Ich bin gerade so genervt, dass ich vergessen habe zu lesen. Oh. Danke, dieser wird sich nie erholen, aber... Ihr Wahnsinn muss anderen ja keinen Schaden zufügen. Andet Orasetil. Euch wird es doch, glaube ich, auch nerven. Ich hoffe, euch ist jetzt klar, auf was dem Spiel steht. Auf was dem Spiel steht? Ist das wirklich so? Kommt für uns, gibt es hier nichts mehr zu tun. Ja, warum sind wir dann hier? Wir treffen uns sehen. Willst du mich verarschen? Verfolgt euer Ziel. Hey, ihr wollt mich doch verarschen. Hä? Warum soll ich denn noch mal hierher? Wenn es hier nichts mehr gibt? Und das alles nur, weil ich etwas vergessen habe und wo ich es gerade im Kopf habe. Was wollte ich gerade sagen? Also ich mache das mit diesen Sounds. Also ich mache das wieder mit den Sounds. Mythisch Plus Dungeons. Ach ja. Das mit diesen Mythisch Plus Dungeons
Ich dachte, es würde mir Spaß machen, aber das ist dann... Es hat dann halt nicht mehr funktioniert, weil ich kann mit meinen Vulpera-Schurken nicht mehr in Ruhe einloggen, ohne dass ich gleich eine Anfrage bekomme. Machen wir mütig dann schon zusammen. Ey! Ich wusste, ich würde es irgendwann bereuen, dass ich das überhaupt gestartet habe. Es ist ab sofort beendet. Und ich weiß nicht, ob ich das wieder aufmachen werde. Außerdem, es kommen immer wieder mehr unfreundliche Spieler nach WoW. Oder kommen zu WoW. Und... Nee. Ich mach's nicht mehr. Lebt wohl. Wir müssen eine Lösung finden, uns läuft die Zeit davon. Ja. Der Stoff der Träume. Ach, du meinst meinen Stoff, den ich mit mir rumtrage. Diese Arkandor gehört zu einer uralten Art. Sie wurden nicht gezüchtet, sondern erschaffen. In ihnen verband sich das Arkane der Primitivmacht der Druiden. Zu etwas, das größer war als beide zusammen. Ich muss gleich abbrechen. Das Arkane wird ihn bald vollständig verschlungen haben. Wir können das Gleichgewicht wiederherstellen, aber dazu bedarf es wilder Magie. Magie, die in einem anderen Reich gefangen ist. Ihr müsst euch auf den zwanggrünen Traumpfad begeben und die Essenz des Lebens hier zurückbringen. Nur dann wird sich der Arkandor wieder stabilisieren und erneut erblühen. Ach so. Wenn du meinst. Andet Orasiti, lebt wohl. Grüße. Astes Arkandor. Ihr habt den Zauberstein von Keldanas benutzt, um zahllose Verdorrte zu besänftigen. Doch er enthält nur einen Bruchteil der Macht des Arkandor, die seiner schlummernden Saat entzogen wurde. Nesra hält ihren glänzenden weißen Ast empor, der hier fiel aus dem Baum, obwohl er abgetrennt wurde. Ist er nicht tot? Unsichtbare Magiefäden halten die einzelnen Stücke des Arkandor zusammen. Ich habe diesen Ast ein weiteres Mal mit Keldanas bezauberten Zauber... Verzaubert... Meine Fresse. Damit könnt ihr die arkane Essenz von noch mehr... Ach, das ist so schlau. Das macht die Sache mit Absicht krass. Krach. Also von der... Schließt den Scheiß auch selbst. Die Schalldorei werden erlöst. Ihr merkt echt, dass ich bald keine Lust mehr habe, alles zu lesen. Aber es hat ja kein Wunder. Wir sind nur so, ich hatte gerade was im Kopf gehabt. Und dann als ich was... Mein... Ich hasse, wenn so etwas passiert. Am liebsten möchte ich jetzt diese Musik des Zorns reinschneiden, aber nee. Der Nachbrunnen ist eine Quelle unfassbarer Macht. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Lügen nutzt. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal im Exil die Verdorrten studieren würde. Durch sie habe ich viel über mein eigenes Volk und die Art unserer Beziehung zum Nachtbrunnen gelernt. Astes Arkandor. Suramar muss frei sein.
Ich halt's bald nicht mehr aus. Ich kämpfe gerade mit mir selber. Mache ich weiter oder beende ich die Folge? Und versuche es vielleicht später nochmal. Mach einfach. Glaubt ihr wirklich, das ist doch smaragdgrün Traum? Ich finde, das ist ein Albtraum. Ach so, ich bin hier aufgewacht. Ja, ein Albtraum ist es heute, wirklich. Da passt das hier echt gut rein. Ich werde euch rächen. Krieg ich bitte noch die letzten Tropfen... Wo ist denn das? Nein, das ist es nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Artefakt. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ich habe auch vor, meine Artefaktwaffe noch ein bisschen zu erweitern, weil ich möchte noch ein kleines extra Transmog-Set, und zwar für den Schutzpaladin, weil das wird ja meine Blutelf-Pala. Und ja, ich muss zugeben, ihr steht diese diese Sindorei-Robe nicht so wirklich gut. Und ich finde, es ist auch besser als das andere, was ich da bekommen habe. Die Artefakte. Zum Beispiel das hier. Oder das. Warum kriege ich nicht die Schilde? Da. Gefällt mir nicht. Ja, und das war's wohl. Ja, das war's wohl wirklich. Hier kommen die Druiden hin und da geht's dann ins Heim der Träume. Ich versuche mal, ob ich selber da rein kann. Wenn nicht, dann geht's nicht. Also in dieser smaragdgrüne Traumpfad, das ist eine eigene Welt für Druiden. Ich versuche es wirklich mal da reinzugehen. Geht nicht. Und auf der anderen Seite sieht das echt hässlich aus. Und fliegen kann man hier auch nicht. Auch nicht, wenn man einen Flugmount hat, das zum Fliegen gemacht ist. Das. Ich weiß nicht, was es heute ist. Also ich hoffe, dass dann bald diese Quest kommt, wo ich hier nach allen möglichen Leylinientürmen suchen muss. Auch wenn es vielleicht für euch richtig seltsam klingt, weil niemand diese Quest wirklich mag. Aber ich habe mir etwas überlegt, um diese Quest ein bisschen spannender
zu machen, es für euch anzugucken. Schwer ist unsere Bürde. Sucht Harmonie. Die Harmonie ist tot, seitdem ich angefangen habe zu lesen. Schwer ist unsere Bürde. Meine auch. Stoff der Träume. Ihr habt sie? Ja. Ich weiß nicht, wie ihr das geschafft habt. Guckt das Video und dann siehst du es. Aber es war bestimmt nicht leicht. Doch eigentlich schon. Viele Hürden liegen vor uns, aber ihr scheint unaufhaltsam kommt. Lass uns den Arkandor zu neuem Leben erwecken. Verfolgt euer Ziel. Selbst in diesem Zustand wächst der Arkandor weiter. Und auch schon arkane Aura um sich. Seht ihr die? Tja, Arkandor wird sich erholen. Wir werden ihn diese Last tragen. Ja. Und jetzt? Soll ich runter? Ah, guck mal. Die Wurzeln wachsen schon richtig. Ich kenne meinen Weg. Zeit der Veränderung. Es ist soweit. Der Arkandor bereitet sich auf seine Reife vor. Im Zuge eines letzten Wachstumsschubes wird uns dieses Geschenk in vollem Umfang offenbaren. Wir müssen jetzt die Leylinien vorbereiten. Andet Horasiti. Was geht hier vor? Der Arkandor ist in einer kritischen Phase. Ohne ausreichende Kraft für den Übergang in die finale Form wird er sterben. Fremdling, sprecht sofort mit Baltroa. Waldreus. Steht da unten. Okay, Waldreus. Ja. Was hast du mir zu erzählen? Einst nährten wir uns von den puren Essenz der Magie selbst. Eines Elixier, das selbst dem Brunnen der Ewigkeit ins Nicht nachstand. Schrecklich, wenn man bedenkt, mit was wir uns nun zufrieden geben müssen. Weil uns verzieht angewidert ihren Mund. Unser Baum scheint einen tüchtigen Durst zu haben. Ja, dann gieß es. Der Arkandor konsumiert unglaubliche Mengen Energie. Selbst die voll ausgestellte Leylinienleitung könnte vielleicht nicht ausreichen. Lass uns als erstes sicherstellen, dass alle verfügbaren Leylinienleitungen nach Shalaran auch aktiv sind. Sind sie nicht? Das sieht man doch. Ich kann dann versuchen, die Ausgangsleitung zu erhöhen, um diese unsägliche Pflanze wieder zu erstellen. Aran Arcana. Leute, ihr wisst nicht, wie sehr ich mich auf diese Quest freue. Arcus von Falana. Ja, den habe ich schon erledigt. Einfach so. Das passt aber nicht mehr rein. Die Folge ist zu Ende. Und ich bin auch sehr froh darüber.
Weil Spaß hat mir das jetzt keinen gemacht. Durch diese ganzen Leseprobleme und das am Anfang. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, ihr wisst, wie es läuft. Liken, kommentieren, abonnieren und die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und ich werde mein Bestes geben, den Anfang etwas epischer zu machen für die nächste Folge. Das heißt aber nicht, dass ich ein Intro machen werde. Nein. Ihr seht es ja bald.